Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zum nächsten Vorlesungsteil unserer Pharmakologie-Reihe. Und der nächste Themenkomplex wird sich befassen mit einer weiteren großen Volkskrankheit, die neben der Hypertonie und den kardiovaskulären Erkrankungen ein ganz wichtiges therapeutisches Zielgebiet ist. Und das ist der Diabetes mellitus. Weil das Gebiet so umfangreich ist und viele verschiedene Aspekte eigentlich angesprochen werden sollen, habe ich mich entschieden, diesen Vorlesungsteil in vier Vorlesungsabschnitte dann zu unterteilen. Und ich blende es hier ein, dass wir gemeinsam sehen, um was es in den aufeinander aufbauenden Vorlesungsteilen dann gehen soll. Der erste Teil wird sich beschäftigen mit einem evolutionären Blick auf den Diabetes, das heißt auf die Zuckererkrankung. Hier werden wir sehen, dass der Diabetes mellitus Typ 2 eine klassisch chronisch entzündliche Erkrankung ist und damit von den Mechanismen schon ein Stück weit vergleichbar ist mit klassisch entzündlichen Erkrankungen wie zum Beispiel rheumatoider Arthritis oder auch chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. In diesem Teil werden wir sehen, dass Insulin ein wichtiger Mediator ist in der Kontrolle metabolischer Funktionen und von Immunfunktionen im Körper. So eine Art Integrator, der integriert metabolische Funktionen des Körpers mit Funktionen des Immunsystems. Und hier werden wir sehen, dass vor allen Dingen Entzündungsreaktionen im Körper dazu führen, dass der Körper auf Insulinresistenz umschaltet, um den Zucker für die Immunabwehr verfügbar zu machen. Andersherum werden wir dann sehen, dass eine Umkehr dieser evolutionären Prozesse durch hyperkalorische Ernährung dazu führt, dass jetzt sinnlos gebildete Entzündungsmediatoren in der Übergewichtssituation dann in der Peripherie zu einer Insulinresistenz führen, die wir als Typ 2 Diabetes bezeichnen. Also ein ganz interessanter Zusammenhang. Das wäre der Vorlesungsteil 1, eine Grundlagenvorlesung in dem Sinne. Dann werden wir im zweiten Teil reden über die zwei typischen Krankheitsbilder nochmal kurz, das heißt Typ 1, Typ 2 Diabetes und vor allen Dingen mit Schwerpunkt Typ 1 Diabetes dann die Insulin-Analoga, das heißt die gentechnisch hergestellten Insulinpräparate, die wir dann zur Substitution dieses Krankheitsbildes brauchen. Der dritte Teil, Vorlesungsteil, wird sich dann beschäftigen mit nicht insulinotropen oralen Antidiabetika, das heißt also Substanzen, die die Insulinsensitivität des Körpers verbessern, ohne mit der Insulinproduktion des Körpers hier zu interferieren. Und dann werden wir sprechen in einem vierten Teil über die sogenannten insulinotropen Medikamente, deren Aufgabe es ist, die schwächer werdende körpereigene Insulinproduktion anzutreiben. Und das sind Medikamente, die nur noch eine Wirkung zeigen, solange der Körper in der Lage ist, selbst Insulin zu bilden. Sodass wir sehen, dass wir hier eine vierteilige Vorlesungsreihe vor uns haben. Und wir beginnen jetzt mit der Vorlesung Süßes Gift, Diabetes als chronisch entzündliche Erkrankung. Deswegen haben wir jetzt im Übergang heute mal gemeinsam einen Vortrag, in dem ich versuche, mich dem Diabetes von einer ganz anderen, von einer nicht klinischen Seite zu nähern, die aber für das Verständnis der Erkrankung von meiner Meinung nach wirklich wichtiger Bedeutung ist, weil Sie als Mediziner oder auch Zahnmediziner sollten ein Stück weit ein Verständnis dafür entwickeln, um was für eine Form von Erkrankung es sich handelt, wenn wir auf die Zuckerkrankheit hier schauen. So, das können wir jetzt mal direkt an diesem Eingangsdia noch mal ein Stückchen weit exemplarisch beleuchten. Das heißt also, was wir besprechen wollen in diesem ersten Teil des Diabetes-Vortrages, ja, den wir dann im zweiten Teil natürlich ergänzen mit der entsprechenden Pharmakologie, das ist natürlich selbstverständlich, dass wir schauen wollen, was ist denn der Diabetes mellitus vom Typ 2? Ja, also wir wollen nicht über die Autoimmunerkrankung Typ 1 reden, sondern beim Typ 2 bleiben. Was ist denn das eigentlich für eine Erkrankung? Und so müssen wir uns die Frage stellen, vielleicht ganz am Anfang, ja, ist es so, wie Sie es klinisch lernen, ist der Diabetes
einfach nur eine endokrine Erkrankung, ja, weil im Grunde genommen ist es ja so, dass die diabetische Grunderkrankung immer in die Endokrinologie hier gehört, also dem endokrinen Formenkreis hier zugewiesen wird. Aber ist das für das Verständnis der Krankheit überhaupt der richtige Ansatz? Ja, das heißt, wir fragen uns, steckt vielleicht mehr hinten dran hinter dem Diabetes als die Aussage, Diabetes mellitus ist eine endokrine Erkrankung. Ja, und wir werden diesmal versuchen, eine naturwissenschaftliche Sicht der Dinge ganz bewusst zu machen, also mal ein wenig uns vom klinischen Standpunkt entfernen und eine ganz andere Sicht der Dinge hier versuchen. So, beginnen will ich das mit einer kurzen Darstellung der Problematik, metabolisches Syndrom, das ganz oft mit dem Diabetes mellitus Typ 2 hier verknüpft ist und uns auch schon aufgrund der Nomenklatur metabolisch einen ganz wichtigen Bogen schlägt, wohin unsere Reise nämlich hier geht, dass wir nämlich sehen, dass Diabetes ganz viel mit dem Körpermetabolismus zu tun hat. So, wenn wir uns erschreckende Zahlen anschauen, fettes Deutschland, Übergewichtige in der Mehrheit, links haben wir die Männer, rechts haben wir die Frauen, dann können wir sehen hier in hellblau gehalten, Gesamtübergewicht, so sehen wir, dass das bei Männern im Grunde genommen ab dem 30. Lebensjahr hier schon losgeht und dann in den Höhepunkt so ab dem 50. Lebensjahr dann erreicht, also so die Altersstufe, in der ich mich jetzt hier in der Pyramide dann auch befinden würde, müssen wir sagen, dass etwa 80%, sage und schreibe 80% aller Männer übergewichtig sind. Die Frauen kommen ein kleines bisschen besser weg, was Sie aber hier beobachten können, ist, dass der Anteil an adipösen Patienten, das heißt also Menschen, Patienten, die einen Body-Mass-Index haben von über 30, proportional nochmal höher ist als der bei Männern. Sodass wir im Grunde genommen hier sehr schön sehen können, wo eine wichtige klinisch-gesellschaftliche Problematik sich offenbart. So, was bedeutet metabolisches Syndrom? Und das ist hier nochmal als Cartoon aufgeführt. Es ist eine fatale Kombination aus Übergewicht, ja, das direkt zu tun hat mit der diabetischen Grunderkrankung, also einer Insulinresistenz und einem gestörten Energiestoffwechsel. Dann kommt der Bluthochdruck, die Bluthochdrucksituation dazu. Dann kämen auch noch dazu Lipidstörungen, also Hypercholesterinämie, Hypertriglyceridämie, ja, sodass wir also sehen, dass hier ein fataler Mix entsteht, der dann über Jahre hinweg den Körper sehr stark schädigt und den wir als metabolisches Syndrom hier bezeichnen. Und wir schauen uns nochmal heute genau an, wie diese beiden Komponenten, nämlich unser Gewicht und Diabetes, funktionell miteinander zusammenhängen. So, jetzt schauen wir, der zweite Punkt, den wir jetzt reden, ich habe es extra so ein bisschen punktuell hier organisiert. Die erste Frage, die wir uns stellen, in welcher Verbindung stehen Ernährung und Entzündung? Das ist etwas, was hier im Vortrag klar werden soll, dass Diabetes etwas zu tun hat mit Entzündungsreaktionen im Körper. So. Und der Aspekt, der ist von zentraler Bedeutung, dass nämlich Stoffwechsel und Entzündung funktionell miteinander verbunden sind. Und der eigentliche Grund dafür liegt darin, dass wir ein Produkt der Evolution sind. Ja, weil wir selbst unsere ganzen kulturellen Errungenschaften, die sollten uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir nichts anderes sind als ein Säugetier, das denselben evolutionären Mechanismen unterworfen war wie alle unsere Verwandten. Und hier können Sie schon sehen, wir kommen direkt von unseren Vorfahren vor 2-3 Millionen Jahren dann, von denen sind wir entsprungen und haben uns dann ein Stückchen weiterentwickelt, aber wir sind nichts anderes als ein Produkt einer langen evolutionären Kette. Und was bedeutet das? Ja, wenn wir Endpunkt einer langen evolutionären Kette sind, ist es von Vorteil, mal ganz weit zurückzuschauen in eine Zeit, in der sich das tierische Leben auf der Erde hier entwickelt hat. Und was wir jetzt hier sehen in den präkambrischen Meeren, das hatten wir schon mal, als wir über Sympathikus und Parasympathikus gesprochen haben, sind erste einfache tierische Organismen entstanden.
Und was jetzt hier ganz wichtig war, hier lag jetzt der evolutionäre Selektionsdruck, also der Überlebensvorteil darin, dass diese ersten einfachen Organismen in der Lage waren, ganz erstmal Hungerperioden zu überstehen. Das heißt, hier war eine Selektion auf die Speicherung überschüssiger Energie. Das ist etwas, was hier nochmal von extrem wichtiger Bedeutung ist. Und das ist uns eigentlich gar nicht klar. Das, was in der Natur am wenigsten verfügbar ist, das ist Energie, also die einzelne Kalorie. Weil wir durch unsere Supermärkte die Situation haben, dass wir Massen von Kalorien einfach zur Verfügung haben. Das ist aber nicht der Normalzustand in der Natur. Sodass wir in allen Lebewesen den Effekt sehen, dass vom Evolutionsdruck her Mechanismen gefördert werden, die dem Organismus helfen, jede nicht verbrauchte Kalorie effektiv abzuspeichern, weil es sehr schwierig ist, überhaupt Kalorien zu erwerben. So, und nachdem diese Kalorien effizient abgespeichert werden zum Überstehen von Hungerperioden, muss ein zweites System entstehen, das direkt funktionell damit zusammenhängt, nämlich eine Art von Immunabwehr, weil nämlich in diesem Vorgang Folgendes passiert: Der Organismus wird von Pathogenen befallen, die jetzt Anteil haben möchten an den effektiv gespeicherten Kalorien, die der Körper normalerweise für Hungerperioden speichern muss. Sodass also gleichzeitig mit der effektiven Speicherung ein System in den ersten primitiven Tieren entstanden ist, das die Aufgabe hatte, Pathogene abzuwehren, um die Energiespeicher zu schützen. Sodass Sie sehen, dass hier Metabolismus, Energiespeicherung und der Aufbau eines Immunsystems funktionell ganz eng miteinander hier verknüpft sind. Ja, hier haben wir es nochmal, Selektion auf Energiespeicherung und auf eine starke Immunreaktion, sodass Sie hier schon das Gefühl bekommen, wie Stoffwechsel und Immunsystem funktionell miteinander verknüpft sind. So, schauen wir uns das nächste Bild an. Und hier ist jetzt zu erkennen, dass relativ früh, man schätzt so vor 600 Millionen Jahren, aufgrund des Evolutionsdruckes, Energiespeicherung, Immunabwehr, ein Organsystem in Lebewesen entstanden ist, das man als Fettkörper bezeichnet. Und dieses einfache Organsystem findet man heute zum Beispiel noch in Insekten. Also die haben das als evolutionäres Relikt immer noch im Körper. Und die Aufgabe dieses Fettkörpers war, er bestand aus drei verschiedenen funktionellen Zelltypen, nämlich einmal Zellen, die metabolisch aktiv waren, also in etwa unseren Leberzellen entsprechen, dann Zellen, die in der Lage waren, effektiv Energie zu speichern, so Art Fettzellen. Ja, hier sehen Sie also Leberzellen, hier haben wir so Art Fettzellen. Und das Dritte, was dieser Fettkörper konnte, er generierte sogenannte amöboide Zellen, ja, so Makrophagen ähnlich, die den Fettkörper verlassen und dann als amöboide Zellen den Körper patrouillieren, um dort eingedrungene Pathogene dann zu phagozytieren und auszuschalten. Sodass wir also sehen, dass wir ein Organsystem haben, das Metabolismus macht, Energiespeicherung, meist in Form von Fett, und amöboide Zellen mit Immunfunktion. Und dann gehen wir 600 Millionen Jahre in Evolution, wir machen also einen Riesensprung. Und das ist jetzt etwas, was man erkannt hat, dass aus diesem primitiven Fettkörper sich in Säugetieren drei wichtige Organsysteme gebildet haben, die ihren Ursprung haben im Fettkörper. Und zwar einmal unser weißes Fettgewebe, einmal unsere Leber mit den Hepatozyten und unser Knochenmark, das in der Lage ist, alle Arten unserer Immunabwehr, sowohl der adaptiven als auch der angeborenen Immunantwort, hervorzubringen. Und das ist etwas, was total spannend ist, wenn wir jetzt darauf schauen und sehen, okay, diese eigentlich auf den ersten und vielleicht sogar auf den zweiten Blick nicht zu erkennende Verwandtschaft von Fett, Leber und Knochenmark geht zurück auf den Fettkörper, der zurückgeht auf den Selektionsdruck, Energiespeicherung, Immunabwehr. So, nähern wir uns dem oder nehmen wir die nächste Folie. Was bedeutet das jetzt? Das ist einfach zu verstehen. Das bedeutet jetzt, da Leber, Fett und Knochenmark aus demselben Vorläuferorgan, dem Fettkörper, evolutionär hervorgegangen sind,
haben wir jetzt im Körper drei Organsysteme, die miteinander effektiv kommunizieren können, weil sie die gleichen Kommunikationswege, das heißt die gleichen Mediatoren benutzen. Und warum tun sie das? Weil sie evolutionär aus demselben Organsystem hervorgegangen sind. Das bedeutet also, es gibt überlappende Regulationswege. Das bedeutet, Mediatoren, die die Leber ausschüttet, hier haben wir das so können, zum Beispiel von Fettgewebe mit Hilfe von Rezeptoren erkannt und perzipiert werden. Mediatoren, die vom Fettgewebe ausgeschüttet werden, können von Immunzellen verstanden werden. Mediatoren, die von Immunzellen ausgeschüttet werden, können von Leberzellen erkannt werden und umgekehrt. Natürlich können die Mediatoren auch von den Fettzellen und die Leber von den Immunzellen erkannt werden, sodass eine wechselseitige Kommunikation unter Gebrauch derselben Mediatoren zwischen diesen drei Organsystemen möglich ist. Das bedeutet also, metabolische und Immunfunktion benutzen gemeinsame Schlüsselmediatoren. Das ist etwas, was total interessant ist und was eminent wichtig ist, jetzt gleich zu verstehen, wie sich der Diabetes als Fehlfunktion dieses Systems dann tatsächlich als Krankheit entwickelt. So, gehen wir eine Folie weiter und gucken uns nochmal die Konsequenzen an. Wir haben gesagt, aus dem Fettkörper hervorgegangene Leber, Fettzellen und Knochenmark respektive Immunzellen können wechselseitig miteinander über Mediatoren kommunizieren, weil sie aus demselben Organsystem hervorgegangen sind. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet jetzt, dass bei einer Challenge, das heißt also bei Stress, den wir der Leber oder dem Fett oder dem Immunsystem auferlegen, jetzt Mediatoren freigesetzt werden, die von den anderen beiden Organsystemen verstanden werden. Ja, das bedeutet also hier nochmal, nahrungsgekoppelte Signalwege können Immunantworten auslösen. Das heißt also, wenn wir durch ein zu viel an Nahrung unsere Leber so überbelasten, dass wir unter Umständen sogar eine Fettleber bekommen, dann wird die nahrungsgestresste, mit zu viel Energie gestresste Leber jetzt in der Stresssituation Mediatoren freisetzen, die dann vom Fettgewebe und vom Immunsystem verstanden werden. Das heißt also, metabolische Mediatoren können dann mit Entzündungszellen kommunizieren. Andersrum, wenn wir krank sind, also zum Beispiel eine bakterielle Infektion haben und unser Immunsystem hat eine Herausforderung zu bewältigen, dann werden jetzt unter Pathogenbekämpfung unsere Zellen, vor allen Dingen erst einmal des angeborenen Immunsystems, Mediatoren freisetzen ins Blut, die dann von der Leber und von den Fettzellen verstanden und entsprechende Antworten übersetzt werden, sodass Sie also sehen, dass in der nahrungsstressvermittelten Situation, ja, wir eine Aktivierung des Immunsystems bekommen. Und andersherum, dass wir in der pathologischen Infektsituation ausgehend vom Immunsystem eine Aktivierung unserer metabolischen Zellen bekommen. Also so hängen die Zusammenhänge hier oder die Dinge miteinander zusammen. So, das bedeutet also jetzt zwei, wir hatten uns gefragt, in welcher Verbindung stehen Ernährung und Entzündung. Und ich hoffe, Sie haben jetzt gelernt, dass wir gesehen haben, es gibt eine evolutionäre Selektion auf die Energiespeicherung und auf die Immunreaktion, weil wir gesagt haben, die amöboiden Zellen verteidigen die gespeicherten Kalorien gegen Pathogene. Und dann haben wir gesehen, dass aufgrund dieses evolutionären Selektionsprozesses der Fettkörper als Organantwort entstanden ist in primitiven Organismen und dass sich aus diesem Fettkörper im Laufe der Evolution Einzelfunktionen herauskristallisiert haben, die wir heute als moderne Organe kennen, Leber, Fettgewebe, Knochenmark, und dass diese modernen Organsysteme aus diesem Grund miteinander kommunizieren können. So, kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt stellt uns jetzt die Frage, wo ist der evolutionäre Vorteil der funktionellen Verbindung zwischen Stoffwechsel und Immunsystem verborgen? So eine Frage, die wichtig ist, nochmal zu klären. Ja, wenn der Evolutionsdruck tatsächlich die Vereinigung von metabolischer und Immunfunktion zuerst in Form des Fettkörpers
und dann in Form der miteinander kommunizierenden Organsysteme gefördert hat, dann muss es ja für den Organismus einen Vorteil gegeben haben. Und den müssen wir versuchen zu ergründen, wo der eigentliche Vorteil hier tatsächlich liegt. Und dazu wenden wir uns jetzt dem Insulin zu. Und jetzt kommen wir auf den endokrinen Aspekt, der aber, wie Sie gleich sehen werden, hier gar nicht der Hauptaspekt des Vortrages ist. Also Sie wissen, Insulin ist ein endokrines Hormon, das aus der Bauchspeicheldrüse kommt, aus den Beta-Zellen des Pankreas. Und das bei steigenden Blutzuckerspiegeln ausgeschüttet wird oder auch, und das haben wir auch schon gelernt, unter Sympathikusaktivierung, ja, weil der eine Zuckermobilisation natürlich möglich machen muss. Das Insulin wird dann in den Blutkreislauf abgesetzt und dann haben Sie gelernt in der Physiologie wahrscheinlich, dass Insulin zwei ganz wichtige Aufgaben hat, nämlich einmal den Eintransport von Zucker und Fetten, das heißt also Triglyceriden, respektive freie Fettsäuren aus dem Blut in unsere Speicherorgane. Und das wären vor allen Dingen die Leber, die Muskulatur und unser weißes Fettgewebe. So, damit reduzieren wir die Wirkung des Insulins aber eigentlich auf ein Minimum. Evolutionär gesehen hat das Insulin eigentlich eine ganz andere wichtige Aufgabe und das ist eigentlich nur so ein Zusatzprodukt, auf das wir reden, das aber in der klinischen Ausbildung eigentlich immer den Hauptaspekt hier darstellt. So, und das schauen wir uns nochmal an und ich hoffe, dass die Animation halbwegs funktioniert, dass wir jetzt nochmal schauen. Insulin ist, und das weiß man heute, ein Integrator zwischen Immunfunktion und Stoffwechsel. Es ist also der integrative Schalter, der entscheidet, wo die Körperenergie in der jeweiligen Situation hingeleitet wird. So, jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Hier haben wir also das Insulin. Ich gucke mal, wie das funktioniert. Also Insulin. Ich gehe noch mal eins zurück. Entschuldigung. Dass wir also jetzt sehen, dass Insulin ja, hat die Aufgabe bei limitiertem Energieangebot. Also wir schauen hier mal auf unseren Steinzeitmensch. Von dem wissen wir, dass die chronisch unterernährt waren und damit ein wunderbares Beispiel dafür sind, für meine These, dass ich gesagt habe, Kalorien waren oder sind in der Natur extrem limitiert. Und der kann Erbeuten eines Tieres, das heißt also nach Eingang von Nahrung, über sein Insulin dann entscheiden, wo die Energie, die er mit der Nahrung zu sich nimmt, wo die Energie hingeht. Ob sie in die Speicherorgane geht, ja, das heißt also anabolisch verwendet wird in Fett, Muskulatur und Leber, oder ob die Energie frei verfügbar im Körper zur Verfügung steht, um unter Umständen hier eine Immunfunktion zu generieren. So, jetzt hoffe ich, dass die Animation funktioniert. So, jetzt fangen wir mal an. Also, wir haben das Mammut erlegt. So, das bedeutet also, wir kommen mit einer, jetzt läuft es gerade ab. So, wir kommen also jetzt mit unserem erbeuteten Fleisch in die Höhle zurück, braten das und essen das. Das heißt, jetzt haben wir die Situation, übrigens natürlich auch das haben wir schon gelernt, parasympathisch vermittelt, ja, die Situation, dass der Körper jetzt die Energie resorbiert, Zucker, Fettsäuren und Fette tauchen im Blut auf und bei einem gesunden Zustand unseres Steinzeitmenschen wird jetzt das ausgeschüttete Insulin die Energie in unsere Energiespeicherorgane übertragen. Das Insulin wird ausgeschüttet, Glukose und Fette werden aufgenommen und die Konzentration im Blut sinkt. So, jetzt kann aber auch gleichzeitig die Situation entstehen, dass unser, und jetzt lassen wir das mal gerade ablaufen, dass unser Steinzeitmensch sich auf der Jagd verletzt hat. So, jetzt sind wir fertig und jetzt passiert Folgendes. Er hat sich auf der Jagd verletzt, sitzt in der Höhle, nimmt sein Essen zu sich und jetzt haben wir aber die Situation, dass der Körper eine Infektion bekämpfen muss. Und jetzt ist die Situation für den Körper ganz anders, weil in der Infektsituation muss gewährleistet sein, dass die verfügbare Energie, Zucker und vor allen Dingen Fettsäuren im Blut zumindest teilweise verfügbar bleibt, damit die Immunzellen genügend Energie für den Metabolismus haben, um eine inflammatorische Entzündung, also einen inflammatorischen Prozess zu initiieren, um das Pathogen zu bekämpfen. So, und wie macht der Körper das? Und jetzt sehen Sie schon, dass Insulin mehr ist als nur ein endokrines Molekül. Der Körper macht das, indem er
die Insulinfreisetzung drosselt oder ausstellt. Dadurch ist kein Insulin im Blutkreislauf vorhanden. Das heißt, nach Nahrungsaufnahme wird unsere Energie eben nicht in die Speicherorgane gehen, sondern unsere ganze Energie, hier mit dem Go angedeutet, geht oder verbleibt im Blut und steht den Immunzellen zur Verfügung zur Infektabwehr. Sodass Sie jetzt sehen, dass das Insulin ein Integrator ist zwischen anabolem Metabolismus und kataboler Entzündungsreaktion. Das Insulin entscheidet, wo geht meine Energie hin, in die Speicher, zu den Immunzellen. Ja, und das hängt natürlich davon ab, ob wir eine Infektion haben oder nicht. So, sodass wir auf unsere Frage, wo ist der evolutionäre Vorteil dieser Kopplung, antworten können: Die Immunantwort benötigt Energie, das haben wir gesehen, sodass wir also in einer Infektsituation eine effiziente Energiezufuhr für die Immunabwehr brauchen. Und dann haben wir gesehen, dass das Insulin als Regulator dieses Prozesses von entscheidender Bedeutung ist, ja, sodass wir also sagen können, Insulin hat also vor allem evolutionär gesehen eine Immunfunktion. Ja, Sie sehen, wir entfernen uns so ein Stückchen von der Idee des endokrinen Regulators. So, Punkt 4. Den nächsten Punkt, den wir jetzt diskutieren, der überlebensentscheidend oder die überlebensentscheidenden Folgen dieser Verbindung von Nahrung und Entzündung. So, jetzt gucken wir nochmal, also wie hängen Nahrung und Entzündung zusammen? Und hier ist es im Grunde genommen so, und das werden wir gleich sehen, ein zu wenig an Nahrung, das heißt Unterkalor oder kalorische Unterversorgung, führt dazu, dass die Infektanfälligkeit zunimmt. Das ist eine Erfahrung, die man klinisch auch sehr gut belegen kann. Und im Umkehrschluss, dass eine hyperkalorische Versorgung das Gegenteil bewirkt, nämlich eine Entzündungsreaktion, also eine überschießende Entzündungsreaktion auslösen kann. So. Und das weiß man. Wenn wir in die eigene Evolution zurückgehen, so vor 30.000 Jahren, dann sieht man an den Skeletten von gefundenen prähistorischen Menschen, dass die Knochen zeigen, dass die an Infektionskrankheiten gelitten haben, ja, und diese Infektionskrankheiten assoziiert waren mit einer Mangelernährung, die man an Knochen und Zähnen feststellen kann. Das bedeutet also, die Mangelernährung, unterkalorische Situation, ja, führt zu defizitärer Energiebereitstellung und damit zu wenig Entzündung. Das heißt, unser Immunsystem hat nicht genügend Energiereserven zur Verfügung, um eine anständige inflammatorische Antwort zu machen, und man stirbt dann in der Folge an einer Infektionskrankheit, sodass wir sehen, dass wir praktisch gerade die effiziente Energiespeicherung, ja, das Schaffen von Reserven hier evolutionär nochmal gefördert wird, weil diese Individuen dann auch besser durch solche Infektsituationen kommen. So, wie sieht das heute oder praktisch, da schauen wir nochmal drauf. Was Sie hier sehen, ja, lasse ich Sie erstmal anschauen. Ja, so haben Sie jetzt mal im 360-Grad-Panorama gesehen, dass die Venus von Willendorf, die ist etwa 28 oder stammt aus einer Zeit von etwa 28.000 Jahren vor unserer Zeit, also 26.000 Jahre vor Christus. Und ist ein eiszeitliches Figürchen aus Mammutelfenbein geschnitzt, ja, und repräsentiert das eiszeitliche Schönheitsideal. Und es ist, wenn wir genau hinschauen, der ideale Beweis dafür, dass wir in der Steinzeit tatsächlich mit einer permanenten Unterernährungssituation, Mangelernährung und einer Vielzahl von Infektionskrankheiten hier zu tun hatten. Weil wenn das das Schönheitsideal ist, dann ist das das Aussehen, das in der Realität eigentlich so gut wie nie erreicht werden konnte. Und das passt sehr gut. Jetzt machen wir einen Schritt weiter. Denken Sie an heute. Wie sehen denn unsere heutigen Schönheitsideale aus? Die sind das genaue Gegenteil. Ja? Schlank ist das Schönheitsideal, weil ein Großteil der Normalsituation sich nämlich jetzt auf diese Art und Weise darstellt und deswegen eben nicht idealisiert ist. Also Sie sehen, wie man auch an kulturellen Vorgängen tatsächlich das biologische Muster, über das wir reden, dann auch darstellen kann. So, gucken wir auf heute, 30.000 Jahre später. Heute haben wir nicht Mangel, sondern zumindest in den westlichen Ländern Überernährung. Das heißt, hier sind wir in der Lage,
im Supermarkt unseren Wagen vollzumachen mit Tausenden, wenn nicht Zehntausenden von Kalorien. Das heißt, die Energiemangelsituation, die ist nicht mehr gegeben. Und das ist eine Situation, die ist ganz neu. Die gibt es in Deutschland vielleicht erst seit 60, 70 Jahren. Und von meinen Großeltern weiß ich das noch, die letzte große Hungersnot in Deutschland war nicht irgendwann 1350, sondern sie war 1947. Der Hungerwinter 1947-48 hat in Deutschland geschätzt dazu geführt, dass etwa 800.000 bis 1 Million Menschen verhungert sind in Deutschland. Und das ist noch nicht so lange her, etwas mehr als 70 Jahre. Sodass also die Mangelernährung früher der Zustand war, der normal. Und heute haben wir den Zustand der Überernährung und wir haben eben darüber gesprochen, das metabolische Syndrom, ja, mit dem Body-Mass-Index von über 30 ist breit auf dem Vormarsch. Und was wir jetzt im Zusammenhang mit der Überernährung sehen, das ist jetzt ein zu viel an Entzündung. Das heißt, wenn wir jetzt bei den beiden Herren hier, die hier sitzen, wenn wir den Blut abnehmen würden, könnten wir im Blut klassische Entzündungsmediatoren messen, wie zum Beispiel Tumornekrosis Faktor Alpha, Interleukin 6 oder auch den klassischen Entzündungsmarker C-reaktives Protein. Und das, obwohl die beiden Jungs überhaupt keinen Infekt haben. Sodass wir jetzt also sehen, dass das, was ich gesagt habe, stimmt. Unterernährung führt zu wenig an Entzündung, ja, und damit zu Infektionskrankheiten. Zu viel an Kalorien führt zu einer proentzündlichen Situation, die wir tatsächlich messen und klinisch darstellen können. So, jetzt kommen wir zur zentralen Frage. Wie kommt es denn oder wie übersetzt der Körper oder die Körperzellen das zu viel an Energie in Entzündung? Also das, was wir gerade gesehen haben, zu viel Energiezufuhr führt zu einer Entzündung, die wir messen können über zum Beispiel TNF-Alpha-IL-6-C-reaktives Protein. So, und das habe ich mal selber gemalt. Das gibt Ihnen mal ein Gefühl dafür, dass es eine relativ komplexe Angelegenheit ist, aber ich mute Ihnen das jetzt einfach mal zu. Wir schauen einfach mal, und ich habe das gleich nochmal animiert, dann wird das nochmal ein Stückchen klarer. Wir schauen mal auf die untere rechte Ecke dieses Gesamtzellulären, soll also eine einzige Zelle sein, dieses zellulären Vorgangs. Und das ist der Vorgang, der uns hilft zu verstehen, wie ein zu viel an Kalorien dazu führt, dass Entzündungsmediatoren im Blut auftauchen, sodass der Körper sich so verhält, als hätte er eine Infektion, obwohl er eigentlich in der Beziehung völlig gesund ist. Und wir schauen hier auf eine wichtige Struktur der Zelle, das sogenannte endoplasmatische Retikulum. Ich hoffe, dass es groß genug ist, kommt aber gleich nochmal als Animation. Und in diesem endoplasmatischen Retikulum werden Proteine gemacht. Das haben Sie schon mal gelernt. Da sitzen Ribosomen drauf, das wird translatiert, das geht ins endoplasmatische Retikulum und dort werden die Proteine gefaltet. Wenn wir unter hyperkalorischen Bedingungen die Situation haben, dass viel zu viele Proteine generiert werden. Das heißt, die Translation, nehmen wir mal an, das ist eine Leberzelle, die schießt nach oben wegen der zu vielen Kalorien, die umgesetzt werden müssen, des zu vielen ATPs. Dann akkumulieren jetzt plötzlich im endoplasmatischen Retikulum ganz viele Proteine und dann wird es eng und dann passiert Folgendes, diese Proteine werden nicht mehr richtig gefaltet. So, und dann hat der Körper, auch davon haben Sie sicher schon gehört, ein System, die sogenannten Chaperone. Das sind Hilfs- oder Proteine, die helfen, andere Proteine korrekt zu falten. So, und das ist jetzt ganz spannend. Im ER haben wir in der Membran drei wichtige Enzymsysteme, die ich jetzt gar nicht ausformulieren möchte. Das ist das IAE1, PERK und ATF6, das ist ein Transkriptionsfaktor. Und was jetzt wichtig ist, die sind wichtig jetzt für die Generierung unserer Entzündungsantwort. Und zwar läuft das folgendermaßen ab. Die falsch gefalteten Proteine in der hyperkalorischen Situation, die verbinden sich jetzt mit diesen braunen Flecken hier. Das ist das sogenannte GRP78, ein Protein. Das ist ein Chaperon. Das heißt also, ein Chaperon oder Chaperone sitzen innen auf unseren Signalmolekülen. Und wenn wir jetzt falsch gefaltete Proteine im ERE haben, dann werden die sich hier lösen und werden sich mit den falsch gefalteten Proteinen verbinden, um ihnen bei der Faltung zu helfen.
Dabei löst sich aber diese Verbindung und das führt zur Aktivierung dieser Signalmoleküle. Das ist total schick. Und die Konsequenz daraus ist dann, ja, dass wir über die Aktivierung dieser Hilfsproteine vor allen Dingen dann Kinasen aktivieren, die dann, und ich will es gar nicht so komplex machen, dazu führen, dass unser Insulinrezeptor insensitiv gestellt wird, werden wir gleich sehen. Also nur, dass Sie jetzt das so ein bisschen einordnen können, wo wir uns befinden, wenn wir uns jetzt dieses Schaubild nochmal anschauen. Das heißt also, was wir jetzt, und das ist einer der zentralen Punkte jetzt dessen, was ich heute gerne darstellen möchte, dass wir schauen nochmal, wie ein zu viel an Energie, mit dem ich zum Beispiel einen Hepatozyten belaste, wie das zu viel an Energie letztendlich dazu führt, dass wir eine Entzündungsreaktion dieser dieser Leberzelle bekommen. So, wir gucken uns mal an, das geht jetzt folgendermaßen los, dass zu viel an Energie führt jetzt im endoplasmatischen Retikulum, das haben wir gerade angeschaut, zur Ablösung unserer Chaperone, GRP78, um den Proteinen bei der Faltung zu helfen und aktiviert jetzt unsere membrangebundenen Enzymsysteme, die wir eben auf meiner Zeichnung gesehen haben. Sieht dann so aus, ja, die werden aktiviert. Vielleicht nehme ich das mal hier mit dem Pointer. Und diese Aktivierung führt dann, ja, ich mache es erstmal so, zur Aktivierung einer Kinase. Diese Kinase führt dazu, dass NF-kappa-B, Nukleofaktor kappa-B, also der wichtigste proentzündliche Transkriptionsfaktor, den wir in Säugetierzellen haben, aktiviert wird. Ja? Weil dieser Inhibitor auf kappa-B phosphoryliert das inhibitorische Hilfsprotein. NF-kappa-B wird frei, der geht in die Zelle, in den Zellkern und beginnt Transkription. Dann schauen wir uns Mitochondrien an. Dadurch, dass wir eine Energieüberbelastung haben, haben unsere Mitochondrien ja durch die Dauerbelastung der Atmungskette oxidativen Stress. Ja, dieser oxidative Stress führt ebenfalls zur Aktivierung einer Kinase. Die phosphoryliert den Aktivator Protein 1, ebenfalls ein proentzündlicher Transkriptionsfaktor. Auch der geht in den Kern. Und was jetzt nach NF-kappa-B und AP1 in den Zellen gemacht wird, sind proentzündliche Mediatoren. TNF, IL-1, IL-6, C-reaktives Protein oder Adipokine. Das heißt, wenn dieser Prozess in Fettzellen abläuft, dann setzen sie Zytokine frei, die fettzellspezifisch sind und die bezeichnet man als Adipokine. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt zurück, den wir eben hatten. Wir haben gelernt, dass diese Mediatoren sind, die aus unserem ursprünglichen alten evolutionären Fettkörper stammen. Das heißt, wenn unter hochkalorischem Stress durch die falsche Faltung der Proteine unsere ER-Antwort angestellt wird, beziehungsweise die Mitochondrien einen oxidativen Stress haben, führt das über zwei wichtige Transkriptionsfaktoren dazu, dass unsere Zelle jetzt inflammatorische Mediatoren bildet, obwohl kein einziges Bakterium oder infektiöses Bakterium im Körper ist und so dem Körper in der Blutbahn eine Infektionssituation vermittelt, die nicht vorhanden ist. So, sodass wir hier nochmal gucken, wie übersetzt der Körper das zu viel an Energie in Entzündung. Der Nahrungsüberschuss, also das zu viel an Energie, aktiviert die endoplasmatische Retikulumantwort, haben wir darüber gesprochen, über Chaperone, die Mitochondrien, Signalwege, unsere angeborenen Immunität, nämlich NF-kappa-B, AP1. Ja, und diese NF-kappa-B und AP1 induzierte Entzündungsmediatoren, das sind Zytokine, die jetzt von unserem ganzen ehemaligen Fettkörpersystem verstanden werden, also von Leberzellen, Fettzellen und vom Immunsystem selbst, sodass das ganze System jetzt angeworfen wird. Ohne Infektion. So, warum mündet ein zu viel an Entzündung in Insulinresistenz? Und das ist jetzt der entscheidende Schritt. Wir sehen jetzt, dass das zu viel an Nahrung, ja, die Zunahme an Körpergewicht, die weiße Fettzellmasse steigt, die Leber wächst mit Fettleber und so weiter, endoplasmatisches Retikulum kriegt Stress, falsch gefaltete Proteine, diese Enzymsysteme werden aktiviert, die Zellen bilden Entzündungsmediatoren. Und warum führt das jetzt zu einer Insulinresistenz? Und hier möchte ich, dass Sie sich nochmal erinnern, dass wir gesagt haben, in einer physiologischen Infektionssituation ist es für den Körper tatsächlich real gut, insulinresistent zu sein, weil die Energie für die Immunzellen zur Verfügung steht. Also können wir in einem Schritt weiter ganz einfach verstehen, dass
über Nahrung freigesetzte Entzündungsmediator, diese Palette an Entzündungsmediatoren, ja, natürlich dem Körper auch signalisiert, wir brauchen Insulinresistenz. Und das setzt der Körper ganz geschickt um, obwohl keine Infektion vorhanden ist. Und das führt dann zu Insulinresistenz, die wir nachher pharmakologisch mehr oder weniger effizient dann behandeln können. Allerdings nicht an der Wurzel, sondern auch hier im Grunde genommen eigentlich nur symptomatisch. So, wie sieht die Insulinwirkung aus? Auch das ist ganz spannend. Wir gucken uns jetzt gemeinsam an, wie Insulin dazu führt, dass Zucker, in unserem Fall hier Zucker, in unsere Fettzelle oder in unseren Hepatozyten aufgenommen wird. Wir beginnen mit unserem Insulinrezeptor, der ein Rezeptor Tyrosinkinase ist. So, jetzt kommt das Insulin, ja, nach Ausschüttung aus der Bauchspeicheldrüse im Rezeptor an. Und weil wir es hier mit einer Rezeptor Tyrosinkinase zu tun haben, machen wir eine Kreuzphosphorylierung. Das heißt, der Insulinrezeptor phosphoryliert sich an Tyrosinresten. Sie erinnern sich, Rezeptor Tyrosinkinase. Das ist der Beginn der Signaltransduktion. Ja, diese phosphorylierten Tyrosine, die rekrutieren jetzt ein weiteres Protein, das nennt sich Insulinrezeptorsubstrat. Und das wird dann durch unseren Rezeptor, der an der Kinase ist, ebenfalls phosphoryliert. Das ist dann das Signal dazu, dass ein weiteres Protein, das Sie auch aus der Biochemie kennen, nämlich die PI3-Kinasen, die wird zur Membran geführt, ja, und die aktiviert dann unsere Proteinkinase B, die phosphoryliert wird. Die wandert nach innen auf Vesikel, wo unser Glukosetransporter 4 sitzt. Der wird phosphoryliert und dann wandern diese Vesikel, kann man hier schön sehen, in die Zellmembran und dann gelangt unsere Glukose ins Innere der Zelle. Das ist die Art und Weise, wie die Signaltransduktion hier vereinfacht dargestellt wird nach Insulin. So, jetzt gucken wir auf den Verlust der Insulinwirkung. Also jetzt schauen wir auf die eigentliche diabetische Erkrankung, weil wir gesehen haben, die Nahrungsmittel oder die hyperkalorisch verursachte Freisetzung von Entzündungsmediatoren triggert eine Insulinresistenz im Körper, weil der Körper jetzt denkt, er hätte eine Entzündung und muss insulinresistent werden, weil er nicht sieht, dass die Entzündungsmediatoren nicht durch eine Entzündungsreaktion im Kampf gegen Bakterien entstehen, sondern weil sie aus seinen eigenen Körperzellen kommen. Den Zusammenhang kann er nicht erkennen, sondern er reagiert eigentlich so, wie es physiologisch soll. So dass wir jetzt hier sehen, ja, Diabetes, jetzt gucken wir mal. Erste Animation. Hier haben wir jetzt einen sogenannten Adipokinrezeptor. Also das wäre jetzt ein Entzündungsmediator, der aus Fettzellen kommt. Und hier hätten wir einen klassischen Zytokinrezeptor, wie zum Beispiel IL-6 oder hier mit 3 Untereinheiten der TNF-Alpha-Rezeptor. Was wichtig ist, die aktivieren sich und Sie sehen, die aktivieren jetzt die gleichen Kinasen, die wir eben auch schon in der ER-Antwort kennengelernt haben. Und das Wichtige an diesen beiden Kinasen, Inhibitor auf Kappa-B-Kinase und C-Jun-N-Terminal-Kinase-1, das sind Serinkinasen. Das heißt Kinasen, die nicht Tyrosin, sondern Serinreste phosphorylieren. Und was machen die Dinger? Das ist ganz blöd. Das IKK geht zum Insulinrezeptor und phosphoryliert ihn. Aber hier habe ich es nochmal fett aufgetragen, nicht an Tyrosin, sondern an Serinresten. Und das bedeutet, ich glaube, die Animation zeigt es jetzt auch, ja, wenn jetzt das Insulin von oben kommt, dann kann das Insulin zwar gebunden werden, aber weil unser Rezeptor Serin phosphoryliert ist, ist er aus. So, das bedeutet also, diese Signaltransduktion findet nicht statt. Wir schauen also hier auf eine klassische Insulinresistenz, die über unsere inflammatorischen Zytokine vermittelt ist, die aus unseren metabolisch aktiven Zellen kommen, die einen hyperkalorischen Stress haben. So hängt das zusammen. Und wenn wir das jetzt noch fertig anschauen, die zweite Serinkinase, die phosphoryliert dann zum Beispiel unser Insulinrezeptorsubstrat und das geht aus. Ja, und dann wird die P3-Kinase an Serin phosphoryliert, Serin, ja, sodass also jetzt hier unser Zucker hier nicht mehr aufgenommen werden kann, weil die Zelle komplett insulinresistent geworden ist. So, sodass wir jetzt hier auf meinem selbstgemalten Bildchen nochmal sehen, es geht beim Diabetes evolutionär gesehen um Energie, die limitiert ist.
Und dann geht es darum, dass der Körper entscheiden muss, geht die Energie ins Immunsystem, weil er eine Infektabwehr machen muss, oder geht es in die Speicherorgane, weil keine Infektion hier vorliegt. Die Insulinsensitivität ist notwendig für die Speicherung. Die Insulinresistenz ist verantwortlich für den Transport der Energie ins, praktisch zu den Immunzellen, die dann die Infektantwort machen können. Und der eigentliche heimliche Regulator der ganzen Geschichte ist hier unser Insulin. Sodass wir also sehen, dass die endokrine Funktion mit Aufnahme von Zucker und Fetten ist gar nicht die Hauptwirkung des Insulins, sondern die Kanalisation der Energie zwischen metabolischen Organen und Immunsystem ist die Hauptaufgabe des Insulins, weil nur unter Insulinresistenz kriege ich eine gescheite Immunabwehr und nur unter Insulinsensitivität kriege ich eine gescheite Speicherung. So, genau. So, das bedeutet also jetzt, ja, dass unsere Mediatoren so eine Art Doppelidentität besitzen, die das Krankheitsbild jetzt generieren. Ja, sodass wir sehen, dass unter Fettleibigkeit mit der wachsenden Fettmasse, ja, dann weiße Fettzellmasse steigt, wir kriegen vielleicht eine Fettleber. Ja, das bedeutet also ein massiver Energieüberschuss. Und das haben wir gesehen, führt dann über unser ER-System falsch gefaltete Proteine zur Aktivierung von Transkriptionsfaktoren unserer angeborenen Immunität, nämlich NF-kappa-B, AP1, das haben wir gesehen. Und das führt dann aus Fettzellen oder würde genauso gut gelten für Leberzellen, dann zur Freisetzen von Mediatoren, die im Falle der Fettzellen dann Adipokine heißen, weil sie aus Adipozyten freigesetzt werden. Und diese Mediatoren, die führen jetzt dazu, dass wir in unseren Speicherorganen eine Insulinresistenz bekommen. Und den Mechanismus, den haben wir ja eben auf unserem Schaubild dynamisch ja anschauen können. So, und dann haben wir eine zweite Form, die wir haben, dass zu viel an Energie macht auch in unseren Immunzellen den gleichen Prozess. Ja, auch hier kriegen die Immunzellen ER-Stress. Ja, NF-kappa-B wird aktiviert, Zytokine wie zum Beispiel TNF, IL-1 oder MCP zum Beispiel werden freigesetzt und auch die führen hier zur Insulinresistenz der Speicherorgane. Also dass wir also sehen, dass das zu viel an Energie eigentlich eine ganz nachteilige Situation ist und dazu führt, dass der Körper mit inflammatorischen Mediatoren überflutet wird, die dann eine Insulinresistenz verursachen, obwohl kein Infekt vorliegt. So, das bedeutet also jetzt, Pathogene und der konstante Nahrungsüberschuss haben etwas gemeinsam. Nämlich beide stimulieren Mechanismen unserer Immunantwort. Als uraltes Relikt der 600 Millionen Jahre alten Kopplung von Metabolismus und Immunantwort. Sodass wir durch diese Mechanismen einmal bekommen eine physiologische Antwort, weil nämlich die normale Infektantwort über proentzündliche Zytokine dann eine Infektabwehr möglich macht, die von der Insulinresistenz unterstützt wird. Oder wir bekommen eine pathologische Antwort, jetzt nicht über Infekt, sondern über hyperkalorische Nahrung, die über lange Jahre aufgenommen wird, kriegen wir die pathologische Antwort. Das heißt ebenfalls, und zwar genau gleich, die Produktion von proentzündlichen Zytokinen, die dann aber nicht irgendwie zu einer Infektabwehr führt, weil den haben wir nämlich gar nicht, sondern direkt unsere Insulinresistenz auslöst, die wir dann pharmakologisch, nicht kausal, aber systematisch dann behandeln müssen. So, was haben wir eine Take-Home-Message dieses Vortrages heute? Die Take-Home-Message wäre, dass wir beim Diabetes mellitus in Verbindung mit dem Metabolismus auf einen Teufelskreis schauen. Der beginnt mit einem langjährigen Überangebot von hochkalorischer Nahrung, hier mal mit Hamburger und Coca-Cola angedeutet. Das wachsende Fettgewebe oder unsere Fettleber führt dazu, dass Signalwege der angeborenen Immunität angestellt werden. Das haben wir gesehen. Nochmal, das ER, falsch gefaltete Proteine, NF-kappa-B, Freisetzung von Entzündungsmediatoren wie TNF oder IL-6. So, diese Mediatoren führen zu einer Entzündung im Körper. Und diese Entzündung, haben wir gesehen, führt über die entsprechenden Rezeptoren und Serinkinasen zu einer Serinphosphorylierung unseres Insulinrezeptors,
der ausgestellt wird und nicht mehr funktioniert. Insulinresistenz. Das bedeutet, die Energiespeicherung wird ineffizienter, weil natürlich nicht mehr so viel Zucker zurückkommt. Und das sehen wir auch bei dem beginnenden Diabetes mellitus, dass dann irgendwann der nüchtern Blutzucker dann die 126 Milligramm pro Deziliter übersteigt und dann immer weiter nach oben klettert, weil die Energie eben nicht mehr aus dem Blut entfernt werden kann aufgrund der Insulinresistenz. Das täuscht dem Körper eine Infektsituation vor, weil der Körper jetzt denkt, dass der Zucker ist im Blut. Das ist die physiologische Reaktion auf einen Infekt, sodass also mehr freie Energie zur Verfügung steht. Ja? Und diese Übersetzung der mehr freien Energie, ja, hier haben wir es ja, die führt zur Aktivierung der Signalwege der angeborenen Immunität, weil wir gesehen haben, zu viel Energie aktiviert den ER-Stress und so weiter. Das führt zur Freisetzung von Mediatoren, das führt zu mehr Serinphosphorylierung des Insulinrezeptors, das führt zu gesteigerter Insulinresistenz, sodass wir praktisch eine noch ineffizientere Energiespeicherung bekommen, noch mehr freie Energie, sodass sich das dann hier letztendlich triggert und sie dann, und wie wir das an den Kindern eben gesehen haben, in der Lage sind, dann tatsächlich dieses zu viel an Entzündungsmediatoren im Blut zu messen, ja, TNF, IL-6, C-reaktives Protein ohne Entzündung. Sodass die drei goldenen Regeln eigentlich zur Behandlung des Typ 2 Diabetes folgende sind, nämlich Bewegung, Bewegung und nochmal Bewegung. Ja, das haben Studien gezeigt. Es gibt keine effizientere klinische Möglichkeit zur Verbesserung eines Diabetes, solange noch nicht alle Beta-Zellen des Pankreas untergegangen sind, als die Bewegung. Sogar noch wichtiger als die Kontrolle der Nahrungsaufnahme. Und hier haben wir nochmal aus evolutionärer Sicht einen Blick auch auf unser Gesundheitssystem. Das heißt also, unser Gesundheitssystem befördert eigentlich den medikamentösen Versuch, ja, die nachlassende Insulinsekretion zu steigern und damit die Insulinsensitivität des Körpers zu erhöhen, ja, unter Hilfe von Medikamenten, obwohl eigentlich die Bewegung die eigentlich wirklich gut geeignete Möglichkeit ist, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Wir schauen also hier beim Typ 2 Diabetes in den meisten Fällen auf eine typische Lifestyle-Erkrankung, die dann, und ich drücke es mal jetzt ganz oder extra provokativ aus, auch mit Lifestyle-Pharmaka, wie zum Beispiel oralen Antidiabetika, dann behandelt werden. Also einen solchen provokanten Abschluss, den erlaube ich mir jetzt einfach mal und komme dann hier zum Ende und hoffe, dass es Ihnen ein bisschen Freude gemacht hat, zuzuhören, dass Sie vielleicht jetzt ein Stück weit auch dann Ihre eigene Bewertung des diabetischen Krankheitsbildes dann vornehmen können, weil ich finde es immer wichtig, auch für den behandelnden Mediziner, dass er ein Gefühl dafür hat oder noch viel besser ein Wissen darüber hat, mit was für einer Form von Krankheit er zu tun hat, wenn er medikamentös am Patienten dann arbeitet. So, damit verabschiede ich mich, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Heute haben wir keine Tafel. Deswegen kann ich es jetzt nicht aufschreiben, aber Sie haben es ja auf den anderen digitalen Teilen auch. Wenn Sie Anregungen haben, eventuell Fragen haben, Kritikpunkte haben, dann kontaktieren Sie mich unter s.frank, dann der @em.uni-frankfurt.de per Mail oder in meinem Büro können Sie mich erreichen unter der 069 für Frankfurt 6301 und dann die Durchwahl 6955. So, damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann hoffentlich bei Teil 2 unseres Diabetes-Teils wieder. Auf Wiedersehen.